Willkommen zurück bei Tropico 6. Ich habe mal wieder ein paar Hinweise bekommen von, ja, von euch. Ich spreche da jetzt im Plural, aber eigentlich war es nur ein Nutzer gewesen. Tatsächlich nehme ich wieder der gute City Skylines 20. Der hat mir schon einige hilfreiche Hinweise gegeben. Da möchte ich mich auch für bedanken und auch besonders für diesen, wie man diese Mission denn schaffen sollte. Nämlich, dass ich mir das Kolosseum von Rom anschaffen sollte, damit die Gesamtzufriedenheit nur noch aus Nahrung und Spaß besteht. Die Werte sind zwar gerade nicht sehr hoch im Moment bei uns, aber immerhin wären es nur noch zwei Werte, auf die wir achten müssen. Und der Vorschlag kam jetzt nicht von ihm, aber er ist trotzdem gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da selber drauf gekommen bin oder ob es mir jemand anders gesagt hat. Jedenfalls auf Verordnungen, dass man einfach mit Verordnungen hier den Ruf bei den Fraktionen sicher arbeitet, auf die man von Anfang an achten sollte, wie City Skylines 20 sagte. Habe ich ja vielleicht nicht früh genug angefangen. Ich weiß auch nicht, ob wir in 5 Jahren das alles noch schaffen. Ich werde es versuchen. Wenn nicht, wissen wir ja, wie wir es beim nächsten Mal anstellen müssen. Und ich werde es auf alle auf der rechten Seite setzen, denn meiner Meinung nach ist es bei denen tatsächlich einfacher. Militaristen muss man einfach nur Militärgebäude bauen. Da freuen sich dann auch die Konservativen drüber. Das passt dann einfach alles gut zusammen. Und in diesem Sinne gucke ich auch direkt mal bei der Verordnung Schnellstraße, die ich erst erforschen muss. Ja, das haben wir gleich. Na komm, brech das ab. Immer bricht man mit Rechtsklick ab und hier nicht, okay. Brecht das ab. Und erforscht, wo ist das denn jetzt? Schnellstraße, hallo? Hier musst du bei Verordnung sein, hier, Schnellstraße. Ja, und ansonsten könnt ihr ja, das ist Ruf bei Religiösen. Das bringt den Ruf bei Ruf bei Imperialisten um 10. Und bei den Konservativen, gut, die wollte ich auch. Habe ich noch was, was die bei den, wie ruft den bei den Industriellen? Hier irgendwas? Alternative Nahrungsquellen? Nö. Vorgeschriebene Mülltrennung, soll ich für die EU? Gute alte Zeit. Ja, bei den Konservativen. Ja, okay, das machen wir doch mal. Kein Einkommen? Warum nicht? Na, wahrscheinlich muss ich das Spiel erst weiterlaufen lassen. Und dann machen wir das auch so. Und dann natürlich hier. Das machen wir jetzt natürlich auf Berufssoldaten. Bin ich so gegärtet? Können wir nicht noch was machen? Religiösen. Ach nee. Nee, habe ich hier irgendwas mit Ruf? Nein. Nein. Nee, er hat auch keinen mit dem Ruf. Oder? Nee, hier ist nichts mit dem Ruf. Was soll ich denken? Die Umweltverschmutzung von Industriegebäuden, Ruf bei Industriellen, nee. Erhöht die Effizienz. Es bringt aber keinen Ruf bei Industriellen tatsächlich, wie es aussieht. Und ja. Nee, das bringt auch keinen weiteren Ruf. Ja, gut, dann bestätigen wir das jetzt einfach mal. So, dann sollten wir bei den Militaristen auch schon beliebter sein. Aber jetzt müssen wir erstmal das Spiel laufen lassen, um an Geld zu kommen, um ein paar dieser tollen Sachen hier überhaupt alle machen zu können. Inzwischen sollte ich ein Einkommen für Wissen haben. Hoffe ich. Vermögenssteuer? Ach stimmt, ich habe Vermögenssteuer erlassen für den Ruf bei den Kommunisten wiederum. Ja, ist jetzt Schnellstraße fertig? Kann ja nicht mehr lange dauern. Oh, hoffe ich. Auffüllen, da habe ich kein Geld für. Ah, das ist die Kathedrale. Ja, da müsste ich wirklich mal die. Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Aber eigentlich muss ich ja nur auf, ich muss jetzt wirklich das Kolosseum von Rom. Ich fürchte, wir schaffen das nicht mehr in 5 Jahren. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann hier jetzt ja immerhin ein paar Sachen ausprobieren, die es dann beim nächsten Mal bringen. Vielleicht schaffen wir es ja aber auch doch. Wir werden es erfahren. Hallo? Ich möchte bitte eine Handelsroute noch machen. Pharmazeutika an die EU und Stoffe an China. Aber nicht für 5000. Oder doch für 5000? Ja, vielleicht doch für 5000. Okay. Jetzt mal gucken wir mal in Verordnung. Was? Verschlechtert den Ruf bei den Konservativen. Natürlich hier, da könnte ich bei den Kommunisten den Ruf nochmal erhöhen.
Steuersenkung. Cookies, Fleisch. Verschlechtert den Ruf bei Industriellen. Was kann ich denn machen, um die Industrie fördern? Das ist interessant. Nein. Bringt tatsächlich keinen höheren Ruf bei. Okay, hätte gedacht, was bracht vorgezogene Wahlen. Verbessert den Ruf bei Industrialisten um 7. Aha, sehr schön. Das können wir dann mal nachsehen. Das packe ich gleich mal in die Warteschlange. Wo ist das hier? Hier. Das können wir uns dann gerne auch mal ansehen. Also jetzt habe ich Geld. Wir finden Militärkommandogarnison. Die brauchen wir jetzt auch auf jeden Fall mal. Ihr könnt euch direkt hier stehen. So, hier ein bisschen unscheinbar am Strand. So. Dann holen wir das Kolosseum von Rom. Wartet. Halt. Ist das überhaupt hier? Nein, das ist bei Spionageakademie. Dann brech den Bau nochmal ab, gib mir nochmal das Geld zurück. Dann bauen wir nämlich die Spionageakademie stattdessen. Ja, die wird. Ne, die wird hier nicht mehr hinpassen. Dann steht die jetzt halt so ganz unscheinbar am Strand. Nein, geht natürlich nicht, muss ich jetzt kurz weiterlaufen lassen. So, und jetzt wird es aber gehen. Das ist immer noch so seltsam, ich verstehe es einfach nicht. So, dann kommt da jetzt die Spionageakademie hin. Und dann holen wir uns auf jeden Fall das Kolosseum von Rom. Ich fürchte trotzdem, in 5 Jahren wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Vielleicht aber auch doch. Oh, das können sie egal. Nee, das ist kurz bevor. Na, egal. Ich will eigentlich nicht die Mission neu starten, aber vielleicht müssen wir das machen. Aber immerhin, wir sehen dann ja in dieser Mission, wie man es anders machen müsste, damit das gut klappt. Ich muss die Spaßzufriedenheit nach oben schieben. Ohne die wird das nämlich nichts, wenn ich hier so auf, was ist jetzt? Sie sind das Gesetz, Präsidente. Daran würde nie jemand zweifeln. Ah, okay. Vielleicht mache ich es auch nicht. Ja, auf jeden Fall. So. Wofür brauche ich Geld? So, ich muss die Spaßzufriedenheit erhöhen. Ich möchte eigentlich auch noch eine Botschaft bauen. Ja, hier so, neben das Einkaufszentrum, die Botschaft beim Einkaufszentrum. Oder die Botschaft beim Hafen. Was klingt besser? Laut Tropicos Gesundheitsbeauftragtem haben wir kein Auftreten des Ebola-Virus. Allerdings gibt es Berichte über die Entdeckung eines neuen Strangs, der Ebola genannt wird. Während die Kontroverse um Stammzellen wütet, berichten Tropicos Botaniker, dass sie schon immer mit Stammzellen experimentiert haben. Und mit Blatt- und Blütenzellen ebenfalls. So, könnte hier vielleicht die Botschaft noch stehen. So, und jetzt müssen wir Spaßgebäude errichten. So, wie sieht's denn mit der Spaßabdeckung? Die ist überall gut. Das ist dann wohl die Spaßqualität. Geht hier auch noch, aber hier ist sie dann schon schlechter. Hier ist ja auch nur dieses eine Gebäude. Das muss sich ändern. So, Unterhaltung. Die Leute hier brauchen ein Kino. Das ist zu teuer. Das ist schade. Kann ich vielleicht noch einen botanischen Garten für die Leute hier hinten bauen? Die haben ja auch nicht so viele Spaßgebäude. Haben praktisch gar keins, wie es aussieht. Ach doch, eine Spielhalle ist das, glaube ich. Ja, aber hier so ein botanischer Garten, der passt doch sehr gut. Hier. Hier gleich in die Kurve, da passt der doch. So. Wir sind nicht sehr beliebt. Oh, die Gesamtzufriedenheit ist aber schon bei 60. Nur noch 10 Punkte. Vielleicht schaffen wir es doch. Vielleicht schaffen wir es. Schnellstraße ist die Forschung schon abgeschlossen. So, Verordnung kostet 600 pro Monat. Vielleicht haben sie auch noch eine andere Sache. Ich meine, so viel Ruf hat das jetzt auch nicht gebracht. Mir wurde gesagt, dass die Straßen in Tropico einfach nicht schnell genug sind. Aber wir können das mit einer kleinen, regelmäßigen Investition in die Infrastruktur lösen. Glauben Sie nicht den Wunschträumen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrädern oder, Gott bewahre, allgemeinen Fußgängerzonen.
Nein, das Automobil ist der richtige Weg, denn schneller ist immer besser. Wenn wir dadurch die Oberflächen schneller abnutzen, na ja, dann können Sie meinen frisch gelegten Asphalt küssen. Gut, dann probieren wir es mal mit der Verordnung. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Also ja, wir können dann bei den Industriellen, wenn die verbessert ist, Ruf einstecken. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das reichen wird. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Was haben... Ah ja, wir haben kein Geld. Los. Mach das. Militärpolizei abgeschlossen. Also. Mitarbeiter von Militärgebäuden nehmen Kriminelle fest. Erhöht den Maß auf Freiheit durch Militärgebäude. So, was nehmen wir? Warum Geld für Polizisten ausgeben, wenn die Armee auf ihren dicken Hintern sitzt und noch dafür bezahlt wird? Für eine moderate Jahresgebühr könnte jeder Soldat eine zweite Pflicht als Polizist erfüllen und noch dazu den echten Bullen beim Schnappen von Gaunern helfen. Die Bürger werden zwar mit dem Verlust von Freiheit unzufrieden sein, aber die aufrichtigeren Bürger werden schnell betonen, dass es von Vorteil ist, wenn die Jungs in Grün den Jungs in Blau helfen. Dann machen wir das mal, um die Rufverbesserung mitzunehmen. Wie sieht's denn jetzt aus? Vielleicht schaffen wir es doch noch auf den letzten Drücker. Ja, das hier wird schwierig. Das wird wirklich schwierig und bei den Industriellen wird es auch schwierig. Ach, Militärgebäude sollte ich doch bauen. Also ich sollte mehr Soldaten haben. Ja, das würde die Militaristen erfreuen. Die Konservativen, von denen kam sogar der Auftrag. Da würde die das auch freuen. Das könnte da der Weg sein. Dann könnte es gehen. So, gut. Okay, dann gucken wir mal. Hier haben wir eine Kaserne. Wir haben noch keine Militärbasis. Eigentlich will ich auch keine, weil die so teuer sind und die Kaserne ausreicht. Aber ein paar Schutztürme könnte man doch haben. Hier so an der Kreuzung und hier an der Kreuzung auch auf jeden Fall. Reicht das schon? Wie viele Soldaten soll ich denn mehr haben? Ah, hier muss ich hier bei Missionen gucken. Haben Sie Soldaten? Nee, das wird noch nicht reichen. Wenn ich noch zwei weitere brauche. Nee, warte, einen nur noch. Ja, dann könnten wir hier doch auf jeden Fall noch einen gebrauchen. So. Das sollte da schon mal was gebracht haben. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich noch hin mit der Gesamtzufriedenheit. Wie sieht es denn inzwischen aus? Ach, Nahrungszufriedenheit, die ist ja noch sehr niedrig. Ja, da können wir natürlich was machen. Ein Einkaufszentrum, meine Freunde. Ihr wollt sicher alle ein Einkaufszentrum. Warum bin ich auf einmal so pleite? Da wird es nicht mehr reichen für ein Einkaufszentrum. Nein, natürlich nicht. Na gut. Irgendjemand... 71, da hätte ich jetzt den Trick mit Loben und dann Geld abfassen machen können. Es gibt einen Nachteil an Beliebtheit, Präsidente. Wer bekannt ist, ist angreifbarer. Und euer Gesicht ist auf dem Geld. Ein Grund mehr, es zu verstecken. Staatsfeind Nummer 1. Die Hacker-Elite Tropicus Brando hat einige Details eurer eher dekadenten Neigungen veröffentlicht. Das Volk, das die großen Ideen, die er in seinen simplen Verstand gepflanzt hat, geliebt hat, ist über die neuen Enthüllungen ebenso aufgebracht und erhebt sich in diesem Moment. Es ist ein Aufstand, Präsidente. Was aufsteigt, kommt auch wieder runter. Lasst sie kommen. Guerillas zetteln einen Aufstand an. Okay. So, und wie man mit der höchsten Beziehung noch? Ja, bei China. Ich hätte gedacht, die wären noch höher. Schade, ich würde jetzt gerne wirklich mal irgendwo den Trick machen, dass ich da das Geld abfasse, aber das geht nicht. Ich habe gar kein Brokergeld, okay. Ich weiß wirklich nicht, ob das noch in 3 Jahren klappt. Kann durchaus sein, dass das schief geht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld, das sollte fürs Einkaufszentrum gerade so reichen. Ja, es reicht.
Aber es passt nicht. Das ist das andere Problem. Das Geld reicht, aber der Platz nicht. Naja, aber so hier würde es doch gut stehen, oder? Ja, hier würde das gut stehen. Zack. Gleich neben dem alten Laden. Da könnt ihr ja sehen, wie viele Kunden der noch haben wird. Aber gehören mir alle Läden, das ist dann mein Problem. Ich möchte jetzt nicht abreißen, ja. Ich würde uns als Freunde bezeichnen, Präsident. Sehr schön. Verordnung Schnellstraße. Gut, dann nehme ich natürlich den Ruf mit. Na kommt. Wie sieht's aus? Ich fürchte tatsächlich, dass es nicht mehr klappt in den 3 Jahren. Ja, wahrscheinlich nicht. Einerseits, wir haben ja noch ganz viele andere Verordnungen. Wir haben ja zum Beispiel, wo ist das denn? Zu den Waffen. Ach, das kostet alles Geld. Deshalb kann ich das nicht machen. Na gut. Müssen wir da eben noch warten, bis wir Geld haben, bevor wir das machen können. Und hoffentlich ist das... Ja, also... Ich hoffe ja, dass es noch klappt hier. Dass wir das noch hinkriegen, die Mission. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nichts werden wird. Wahrscheinlich werden wir da einfach scheitern. Aber ich probiere es. Und ich fange an mit den Verordnungen mal zu den Waffen. Man ist nur dann wirklich frei, wenn man seine Freiheit dazu nutzen kann, jemanden zu erschießen, den man nervig findet. Ein Recht auf Waffen erlaubt es den Bürgern, die Wunder des Waffenbesitzes zu genießen. Es entstehen dabei keinerlei Nachteile, abgesehen von einem beträchtlichen Anstieg der Tötungsrate. Die Waffennarren werden zufrieden sein und noch dazu erhalten zukünftige Soldaten reichlich Übung mit Schusswaffen, wenn sie Jugendgangs beitreten und an Revierkämpfen teilnehmen. Diese kleinen Frechdachse. Lassen wir die Verordnung mal. So. Noch mehr Verordnung. Die Tropico-Papiere, nee, das macht schon was anderes. Stadtentwicklung? Nee, gute alte Zeit. Verbessere den Ruf bei den Konservativen. Wie sieht denn nun die Beziehung? Hier. Ja, bei den allen brauche ich noch was. Warum ist der bei den Militaristen so niedrig? Ich habe doch ganz viele Militärgebäude. Machen wir mal noch gute alte Zeit. Das Leben verläuft heutzutage unglaublich schnell und Haarschnitte machen den alten Leuten Angst. Es gibt einige, die sich nach einer Rückkehr zu traditionellen Werten und den dazugehörigen Haarschnitten wie dem Topfschnitt oder hinten und an den Seiten kurz sehnen. Wir können zwar nicht durch die Zeit reisen, haben aber die nächstbeste Sache, altmodische Kleidung. Die Röcke gehen bis zum Boden und die Hüte bis in den Himmel. Machen wir es mal. So, jetzt müsste es doch mal mit dem Ruf hier mal ein bisschen besser aussehen. Ja. Oh. Jetzt sind wir bei den Religiösen recht nah dran. Und Umweltschützer auch. Soll ich auf Umweltschützer gehen anstatt auf Industrielle? Wartet. Moment. Verbessere den Ruf bei den Umweltschützern um 10. Okay, warte, wenn ich dann anstelle für... Ne, warte, die hat nichts den Ruf bei den Umwelt. Ja. Die hat noch nichts bei Ruf bei den Umweltschützern. Das ist schlechter, wenn ich jetzt... Michi, verbessert den Ruf bei den Umweltschützern. Ach nee, dann senkt das aber wieder den bei den Konservativen. Die bräuchte ich ja. Ich könnte jetzt auch religiöse und Umweltschützer fällen, aber die Konservativen brauche ich. Nein, das ist der Hammer zum Bauen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Ruf bei den Industriellen, aber den Umweltschützern um... Ja, das würde gehen.
Das müsste doch gehen. Denn bei den Industriellen, ja, da hätte ich bei den Umweltschützern über 70. Da muss ich nur kurz die Religiösen und die Konservativen hochschieben. Ja, dann machen wir das. Machen wir glückliches Fleisch. Studien zeigen, dass das Fleisch von glücklichen Tieren besser schmeckt als das von weniger glücklichen. Außerdem können sie einen schicken, artgerechten Haltungssticker draufkleben, um den Preis hochzutreiben, indem sie einfach dafür sorgen, dass die Farmarbeiter die Tiere mehr streicheln. Es ist nicht die effektivste Methode, so viel ist sicher. Aber die Hippies und Blumenkinder werden so zufrieden mit der Fleischindustrie sein, wie sie es eben sein können. Machen wir das? Und jetzt? Ja! Haha! Jetzt müssen wir nur noch Konservative und Religiöse. Okay. Irgendwas für... Was macht ihr? Was können wir bei den Religiösen machen? Verbesserung bei Militaristen, Verbesserung, okay. Das ist aber ein Konservativen. Okay. Was kann ich machen für die Religiösen? Soziale Sicherheit? Nein. Warte. Könnte ich in der Verfassung was machen? Theokratie. Weltansehen der religiösen Fraktion um 10. Das würde reichen. Oder? Ja, okay, da muss ich nur noch was für die Konservativen. Denen muss ich nur noch ein paar Punkte geben. Das kriegen wir vielleicht hin. Also die Rufsachen kriegen wir hin. Das hier wird schwieriger, die Gesamtzufrieden, aber den Ruf kriege ich hin. Okay, probieren wir es mal so. Okay, und jetzt gucken wir nochmal bei Verordnung. Warte, jetzt müsste das doch... Ja, haha! Okay, jetzt nur noch eine Verordnung und das, ja, 9 Punkte in den paar Jahren. Und wir haben jetzt gerade viel Geld. Das könnte klappen. Wenn wir das Kolosseum von Rom haben, könnte das tatsächlich noch klappen. Das Kolosseum von Rom kommt, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig an. Moment. Ich habe keinen einzigen Wert über 70, das Problem sehe ich gerade. Und das Kolosseum wird es nicht gehen. Na gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es. Ein weiterer Tag. Noch ein erfolgreiches Geschäft. Sehr gut. Wirklich. Ja, okay. Sehr gut. Ja, genau, bei mindestens 4 Fraktionen. Okay, was kann ich jetzt machen, um den Ruf bei den Konservativen zu verbessern? Verschlechtert den Ruf bei den Konservativen? Glühbirnen verbieten? Hat keine Auswirkung auf den Ruf? Karibischer Handelsverband? Nee. Detente wurde ja nicht. Hatte ich gerade Wissenspunkte? Steuerparadies? Kulturelle Vielfalt, Legalisierung, verstehe den Ruf bei den Religiösen und bei den Konservativen? Nein. Verbessere den Ruf bei den Religiösen um 25. Vielleicht setzen wir einfach auf das setzen. Ja, das bringt ja auch nicht Punkte. Okay, also gut, was können wir noch probieren? Was bringt da? Bringt das bei den Konservativen? Nein. Wettbewerb? Alternative Nahrungsquellen? Nein. Nationalfeiertag. Verschlechtert den Ruf bei den Religiösen. Diplomatische Superfeier. Experimentelle Bodenhandlung. Verbessert den Ruf bei Industriellen. Atomwaffentest. Aber ich sollte es schon bei den Konservativen. Da bin ich am nächsten dran. Was brauche ich denn von denen nochmal? Was mögen die? Gebäude, Botschaft. Botschaft mögen die nicht. Verordnungsmodifikatoren, Verfassungsmodifikatoren. Was kann ich denn da noch machen? Irgendeine Verordnung muss es doch noch geben, dass die mögen. Wenn ich nochmal kurz nachsehe. Meine Güte. Selig sind Sie hier. Was macht der Tradition, sowohl bei Gebäuden als auch hinsichtlich auf Regierungswerkzeuge? Stimmt's, Präsident? Das wäre eine Fangfrage. Die Welt ist bereits ein besserer Ort und all diese neumodischen... Moment. Wenn ich die Soldaten habe, dann kriege ich bei ihm doch noch mal ein bisschen Ruf, oder? Tropico zur Erde hier. Ja, dann haben wir es ja. Okay, jetzt müssen wir nur richtig investieren.
um das fertig zu kriegen. Wie läuft es eigentlich bei dem Raub jetzt? Komm, brech das mal ab. Produziert Überfallpunkte. Hm? Ja, mach das. Okay. So, was kann ich jetzt machen? Ich muss die Spaßqualität weiter erhöhen. Und die Spaßabdeckung. Hier, die Leute brauchen ein neues Unterhaltungsgebäude. Hier habe ich gar kein neues gebaut. Hier muss doch aber auf jeden Fall eins hin. Ein Kino bräuchten die Leute doch sicher. Hier. Hier. Oder hier. Hier. So, diese Kirmes-Piers sind auch, die funktionieren auch mal richtig gut. So, den bauen wir. Den bauen wir mal hier. Okay, so, und die Leute hier hinten wollen aber sicher auch irgendwas kriegen. Die kriegen noch ein Einkaufszentrum. So, und die brauchen natürlich auch noch Unterhaltungsgebäude. Die bekommen nämlich. Die bekommen. Noch eine Achterbahn? Oder bekommen sie. Sie bekommen einen Wasserpark. So, gegenüber der Polizeiwache. Naja, dann halt hier zwischen Polizeiwache und Einkaufszentrum der Wasserpark. So. Das sollte doch was bringen. Wir können vielleicht auch mal schnell einen Bau bei ein paar der Gebäude machen. Ach, Restaurants sollte ich auch noch bauen. Restaurants. Die Leute wollen doch sicher ein paar Restaurants. Hier. Ein Restaurant. So lang. Und hier, ihr drüben, braucht doch sicher auch. Viele stehen reiche Bürger, habe ich eigentlich. Oh, ich habe ganz viele Reiche. Wow, dann könnte ich ja mal ein Gourmet-Restaurant bauen. Das kann ich mir nicht leisten. Kann ich also nicht bauen? Moment mal. Moment. Dies läuft ja nur noch ein paar Jahre. Das heißt, wenn ich Staatsanleihe aufnehme, zahle ich da nicht so viel. Das Spiel ist vorbei, ehe ich mehr als 50.000 zurückgezahlt habe. Monatlichen Zahlungen von insgesamt. Ja, so, da zahle ich doch. Ja. Wie vorteilhaft. So, und dann kriegen die Leute hier nämlich noch ein Gourmet-Restaurant. So. Ich hoffe, das bringt jetzt schon was. Ich muss auch viel mehr investieren. Gibt es auch irgendeine Verordnung, die da was erhöht? Was habe ich hier? Kein Gratisessen? Nee, Brot für das Volk. Bürger verbrauchen beim Essen 2 Nahrungseinheiten. Erhöht die allgemeine Nahrungsqualität um 10. Jawohl. Sind Sie die ganzen ranken und schlanken Bürger leid, die nur aus Haut und Knochen bestehen? Mit doppelten Lebensmittelrationen können Sie alle glücklich machen. Außer vielleicht die reichen Magnaten, deren Geschäfte auf Knappheit setzen. Doch alle anderen werden ziemlich froh über Ihre großzügige Geste sein. Außerdem wird es Jahre dauern, bis die schädlichen Auswirkungen der chronischen Fettleibigkeit erkannt werden. Nicht wahr? Was machen wir? Okay. Wie sieht es jetzt aus? Noch nicht so richtig gut. Wartet mal. Was ist kostenloses Wohnen? Wenn sie keine Miete zahlen, dann könnte ich doch überall moderne Apartmenthäuser bauen und dann würde doch auch die Wohnqualität, also die Wohnungszufriedenheit nochmal deutlich steigen, weil so viele kriege ich gar nicht gebaut, um die alle unterzukriegen. Ich sollte weiter in Spaß investieren. Und in Nahrungszufriedenheit. Wie wär's mit einer Cocktailbar? So, hier noch eine Cocktailbar, Leute. Neben dem Krankenhaus gleich. Wo ist vorne eigentlich? Ist vorne, die Schirme sind hinten, aha. So, und ihr Leute, hier, war das hier auch eine Cocktailbar. Und, ach, hier hinten, die Leute hier hinten, die brauchen ja sowieso Cocktailbars. Oder ähnliche Gebäude, die brauchen auf jeden Fall noch, ja, die haben ja noch gar keine Restaurants. Ja, da brauchen die natürlich direkt mal ein Restaurant. Das haben wir gleich.
So, wo ist überhaupt vorne? Hier ist vorne. So, und naja, die eine Cocktailbar brauchen die ja sowieso. Und zwar hier, so. Na los, Leute, das wird klappen. Sie handeln ja mit Urteilsvermögen, Präsidente. Typisch für Tropicana. Ich meine, auch einige unserer größten Anführer wurden verurteilt. Überzeugung, Charakterstärke, regelmäßiger Stuhlgang. Das sind die Wesenszüge eines echten Tropicaners. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand unser Wesen untergräbt, Präsidente. Wir müssen die Verräter aufspüren. Ich nehme den Ruf mit. Und jetzt müsste ich das haben. Was? Hä? Nein, ist bei den Religiösen gerade gesunken. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzer. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Warum bin ich bei den Religiösen? Warte, das geht nicht, 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 das geht nicht. Das geht so nicht, das geht so nicht. Was mögen die Religiösen nochmal? Lassen Sie mich raten. Die den Grundbedürfnissen der Bevölkerung nachkommen, wie Glaube, Nahrung, Gesundheitsversorgung. Sie haben. Okay. Na, sobald dann sollte das ja klappen, wenn die Einkaufszentren hier erstmal fertig sind. Okay. Mach mal schnell einen Bau beim Kino. Und vielleicht auch beim Restaurant hier. Und bei dem hier. Bei diesem Wasserpark sind schon Arbeiter. Oh, noch 2 Jahre, nur noch 2 Jahre. Ich weiß nicht, ob das noch klappen wird. Da bin ich mir wirklich sehr unsicher. Mhm. Aber immerhin, ich kann der EU mal ein paar Waffen schicken. Okay, okay. Mach hier das Gourmet-Restaurant. Mach da keinen schnellen Bau, aber mach bei der Cocktailbar mal schnellen Bau. Macht hier, ne, da sind schon Bauarbeiter. Macht hier bei dem Einkaufszentrum schnellen Bau. Macht hier bei der Cocktailbar schnellen Bau. Los, wir müssen das noch hochpushen. Aber natürlich wird das auch nicht so gut klappen. Muss man jetzt auch mal bitte sagen. Das muss ich jetzt mal zugeben. Das wird auch nur so mittelfiel bringen, wenn ich das Kolosseum von Rom nicht rangeschafft kriege. Aber ich glaube, das kriege ich nicht. Der Pöbel kriegt seinen Kommerztempel und wir beide bekommen unseren Anteil daran. Was gibt es daran nicht zu mögen? Wenige Dinge veranschaulichen deutlicher als ein Einkaufszentrum, wie die Welt wirklich funktioniert, Press. Es ist wie ein winziges Modell des Universums. Freier Handel, offene Grenzen, Wohlstand für diejenigen, die Vision haben und alle Parkplätze, die man sich wünschen kann. Das wird sie so beliebt machen. Da bekommen wir die Blaupause für eine Bank. Puh, gut, die Blaupause für eine Bank ist nicht ganz das, was ich jetzt gebraucht hätte. Was wir brauchen, ist mehr Zufriedenheit. Ob wir die in 994 Tagen noch hinkriegen, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch die hier gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.